So, meine Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Episode von Pokémon Alpha Saphir Let's Play mit mir, Febri. Und endlich geht es weiter mit dem Abenteuer auf diesem, oder in diesem Spiel. Und wo sind wir jetzt gerade? Route 110, okay, im Norden von Graphite Fort City. Und was soll ich tun? Nur schlagst du den Radweg nach Malven Pro City fahren, die untere Straße nehmen und nach Pokémon suchen. Mach zweiteres. Also ich kann dir wirklich nur empfehlen, mach das zweite. So, was haben wir jetzt hier? Team Aqua, okay. Von hier aus geht es geradeaus weiter. Unser Ziel ist der Schlottberg hinter Route 110. Puh, das ist echt ganz schön weit, was? Wie wär's mit dem Päuschen in Malven Pro City? Das liegt sowieso auf dem Weg. Gute Idee. Ja, hopp, bewegt euren Arsch hier. Quasi Modus. Mann, die gehen echt komisch. Ach, das ist eine Tusse. Ich kann mich erinnern, oder ich glaube, ich weiß, was sie benutzt. Sie benutzt nämlich hier ihre kleinen Elektromäuschen, ne? Ich würde immer hingehen, um der Welt meine geliebten Pokémon zu zeigen. Ja, doch, das ist sie. Das muss sie sein, oder? Es ist die Pokéfan Isabel. Okay, alles klar. Pokéfan Isabel. Mit ihrem Puzzle. Und bei Puzzle, da darf ich nicht, oder da kann ich natürlich sowieso nicht drin bleiben. Das Ding ist mega gefährlich. Deswegen müssen wir wechseln und nehme ich auf Green. So. Green sollte alle Elektroattacken von diesem Vieh sowieso abfangen können. Donnerwetter wäre ein bisschen blöd. Sowas wie Funkensprung oder so ist aber voll in Ordnung. Und Offerte. Oui, oui, l'offerte. Oder l'offerte. C'est n'est pas un problème. Sage ich da nur. Und ein Critical Hit. Ja, so muss das sein. Und Plus und Minus sind natürlich besonders im Anfangsstadium relativ kräftige Pokémon. Die halten schon den ein oder anderen Move aus. Aber ansonsten sind diese beiden Pokémon eigentlich jetzt nicht so der Burner. Jetzt gibt es noch eine Zugabe. Ja, meinetwegen hier. Reptile will jetzt auch im Rampenlicht stehen, wie in der letzten Episode unser süßes Jello-Pokémon. Aber, ja, ja. Ist natürlich jetzt nicht jedermanns Sache. Und Level... Oh, Level 20 für Green. Gibt das eventuell sogar einen neuen Move? Nee, leider nicht. Aber Jello erreicht auch Level 14. Super. So, was ich mir jetzt wünschen würde, wäre jetzt mal, dass Jello vielleicht mal auch einen Wassermove erlernt. Das wäre definitiv nicht verkehrt, denn ein Wasser-Pokémon ohne Wassermove ist in meinen Augen, ja, so ein bisschen Herzschmerzniveau, ne? Also, ich weiß nicht. Ich find's komisch. So, und eventuell könnte ich jetzt sogar mal auf Wolfion wechseln. Denn Wolfion, der ist jetzt auch schon mal Level 16 und der braucht auch nicht mehr allzu lange, bis es sich entwickelt. Und wechsel dich? Warum kann das Ding jetzt schon switcheroo? Und aber da... Okay, meinetwegen, wir erhalten die Senior-Beere. Ja, damit können wir jetzt nichts falsch machen. Und dieses Mino erhält... oh Mann. Und dieses Mino erhält die Flinkklaue. Und hat keinen Bock hier auf die Flinkklaue und tauscht direkt mal wieder um. Und was ich an Mino und Plusel aber gut finde, ist, dass diese beiden Viecher meines Wissens nach keine Statik erlernen können. Ja, und das ist schon echt praktisch. Denn Statik ist so etwas, was mich in Pokémon besonders am Anfang sehr ankotzt, weil... Ja, Parahex und so ist nie gut. Aber besonders dann halt im Early Game ist das schon manchmal echt fatal. Flinklau aktiviert sich, wir sind deswegen schneller. Und wir könnten jetzt eventuell dieses Minion sogar flinchen lassen. Yeah, Schreck zurück. Hervorragend. Und der nächste Biss sollte dieses Minion ausschalten. Und haben diese beiden Viecher überhaupt irgendeinen Angriffsmove drauf gehabt? Ich bin jetzt irgendwie enttäuscht, dass da jetzt kein Funkensprung kam, dass da kein Donnerschock kam. Aber wie gesagt, mir soll es recht sein. Meinetwegen. 400 Erfahrungspunkte umsonst für Wolfion, 400 Erfahrungspunkte für Jello und Isabel wurde geklatscht. Geklatscht. Okay, das hat er nicht wirklich geklatscht. Wayne! So, das müsste das Haus des Rätselmeisters sein. Gibt's den noch? Den sollte es doch immer noch geben, oder? Oh, ich bin gespannt. Ach, du wurdest von einem lieblich wohlduftenden Duft angezogen. Du wurdest von einem lieblich duftenden Duft angezogen. Was? Das habe ich, glaube ich, falsch gelesen. Egal, Roselia, komm rein. Roselia. Ganz ehrlich, Roselia sollte doch sowieso... Es ist auf Level 17, okay? Das könnte jetzt schon klein ein bisschen nervig werden, aber... Giftstachel. Na gut, vor Giftstachel haben wir nichts zu befürchten. Wenn das irgendwie Absorber oder so kann, dann schadet es sich nur selber. Megasauger. Und es macht sowieso nicht so viel Schaden. Aber es schadet sich jetzt selber wie in der Kloakgesoße. Das ist dann natürlich echt praktisch. Superschall sollte der jetzt aber mal treffen. Hervorragend. Du bist ja ein kluges Pokémon, wie wir seit der letzten Episode wissen, ne? Jello? Und das Beste wäre jetzt natürlich, wenn es sich selber trifft. Nee, es greift mit Igelsamen an. Jetzt kriegt es kontinuierlich Schaden durch die Kloakesoße. Ob das gut ist, weiß ich jetzt noch nicht so recht. Aber allzu schlecht kann es nicht sein. So, wir bleiben drin und greifen dieses Mal mit Säure an. Es besteht ja auch noch immer noch die Chance... Oh mein Gott. Sicher, dass ich drin bleiben will? Ich
meine, mittlerweile habe ich jetzt ehrlich gesagt eher das Gefühl, dass ich raus möchte. Aber wir sehen schon, Kloakesoße ist relativ praktisch. Deswegen schade, dass ich die ganze Zeit selber damit. Wir haben es jetzt nur mit Kloakesoße und Megasauga locker bis zu D1 runtergeklatscht. Und wir haben, wie wir sehen, wo ich jetzt noch sehe, das Cosplay Pikachu ja noch im Team. Ach, stimmt. Ja, das Cosplay Pikachu noch im Team. Nur anfangen kann ich jetzt damit leider nichts, weil wirklich ins Team nehmen wollte ich das nicht. Ich finde das auch noch ein bisschen zu Standard, ne? Aber wir haben jetzt ein süßes Sayu. Hey. So, Roselia. Was uns jetzt paralysiert hat. Und das schmeckt mir gar nicht, dass es jetzt paralysiert hat. Das ist... I hate paralyzation. So, aber solange wir durch diese Paralyse durchkommen, die Roselia jetzt gleich einfach mal ausnocken, ist alles in Ordnung. Vor allen Dingen, weil dann Wolfie ein Level-Up erreicht, Jello müsste dann auch noch ein Level-Up erreichen. Und dann ist die ganze Welt zufrieden. Yes. So, Level Up für Wolfion, Level 17 nämlich. Oh, ist das schön. So muss das nämlich auch sein. Plus 2 Angriff, nice. Und Level Up für Jello. Gibt das jetzt bitte mal einen Wassermove? Nö, natürlich nicht. Wie soll es dann auch anders sein? Ne, wie soll es dann auch anders sein? Gibt doch jemand einen Wassermove. Nö, brauchen wir nicht. Wassermoves sind überbewertet. Ja, ich könnte mich alle mal. Bitte was? Nö, ich habe nichts gesagt. So, wir haben zum Glück Paraheiler. Der Geldheiler. Para, ihr versteht. So, wir packen mal Jello nach vorne. Und das wird, wie gesagt, jetzt ein Doppelkampf. Jello nach vorne, inklusive Wolfion. Green ist nämlich schon auf Level 20. Das braucht kein weiteres Training mehr. Und, habe ich denn eventuell noch irgendein Item, was ich Jello geben könnte? Pudersand bringt's nicht. Seidenschal auch nicht. Leichtsteifen. Na, egal. Lassen wir das. Lassen wir das. Wir kämpfen jetzt einfach gegen die Zwillinge. Wir sind ein Herz und eine Seele. Wir kämpfen immer zusammen. Ja, ihr kämpft also immer zusammen, ihr kleinen Nervensägen. Nora und Joe, ja, die kenne ich sogar noch. Ach, wie lange ist es ja, dass ich gegen euch zuletzt gekämpft habe, ne? Ich muss echt mal irgendwann mal wieder die Sprite-Edition spielen und die Kampfzone suchten. Ach, Classic. Egal. Säure greift beide Pokémon an, sehe ich gerade. Okay, und dann greifen wir mit Biss einfach mal das Gefährliche von beiden an. Das ist meiner Meinung nach... Plussel! Ja, das kann Funkensprung. Warum konnte das jetzt auf einmal Funkensprung? Warum haben die eben die ganze Zeit nicht Funkensprung eingesetzt? Boah, ist das blöd gerade. Egal. Green und Wolfie und dann müsst ihr bei das halt regeln. Vielleicht seid ihr ja sogar das bessere Team. Who knows, who knows. So, einmal Megasauger. Auf das Plussel, während dann der Biss auf das Minionvolk und Wolfion hat gar nicht so viel HP. Und Wolfion beißt jetzt, glaube ich, sogar ins Gras. Och man, das ist doch scheiße. Ich mag Plussel und Minion nicht. Und scheiße. Ich werde jetzt Sayo reinwechseln. Ich wechsle mal Sayo rein, komm. Also schaden kann das ja nicht, dass Sayo jetzt reinkommt. Bika Bika! Ja, ein stylisches Pikachu sogar. Und... Megasauger auf Minon, während Sayu dann einfach mal einen Sternenhieb auf Plussel niederklatschen lässt. Wie stand noch das jetzt eigentlich? Eieiei. Also trotz Resistenz war das jetzt nicht gerade wenig Schaden. Definitiv nicht. So. Jetzt will ich kurz einmal überlegen. Ich muss gleich meine Pokémon natürlich aufheilen. Das ist klar wie Kloßbrühe. Nur was mich halt wundert ist, warum diese beiden Viecher so viel Schaden gemacht haben. Ja gut, okay, mein Wolfion hat jetzt auch nur 36 HP gehabt, komischerweise. Warum hat so wenig HP? Ich verstehe das nicht. Ich begreife das nicht, das ist doch unglaublich. Na, aber man kann halt nicht alles haben, ne? So, 400 Erfahrungspunkte für Green. Green Teamleader, bestes Pokémon bis jetzt im Team überhaupt. Aber es ist ja gut. Unsere Pokémon müssen erst groß und stark werden, ja? So ist das nicht. Und das nächste Teammitglied, ich wurde auch jetzt schon diverse Mal im Real Life gefragt. Ja, von jemandem, den ich im Real Life kenne und der meine Videos guckt. Ja, was nimmst du denn jetzt noch ins Team? Wartet ab. Es wird was ziemlich Lustiges. Also das nächste Teammitglied kommt jetzt auch demnächst. Ich glaube, in den kommenden 5 Parts könnten wir das schon im Team haben. Müsste ich mal schauen, wie wir das dann einrichten lassen. Oder wie das Spiel generell dann abläuft. Weil es jetzt... Ich gehe jetzt davon aus, dass es so abläuft wie in den normalen Spielen, ja, aber... Ich müsste mal schauen. Und ich habe mir also 2 Teammitglieder, die sind jetzt fix. Und beim letzten Teammitglied bin ich mir nicht ganz sicher, was ich da reinnehmen soll. Ich überlege es mir noch. Aber ich weiß nicht. Also ich bin da am Hin- und Her-Rätseln. Ich möchte gerne ein Pokémon nehmen, aber das ist dann halt eher in der Kategorie besser anzusiedeln als halt die anderen oder diverse andere Pokémon. Und das passt dann meiner Meinung nach nicht ganz ins Team. Und ich möchte ja Pokémon nehmen, die bevorzugt bisschen schwächer sind.
oder underrateder sind und das passt halt irgendwie nicht rein. Deswegen war ich am überlegen, ja, was kannst du denn da noch reinnehmen? Ja, und ich habe bis heute immer noch keine Lösung gefunden. Mein Nagelschwarzschwerter, das macht mich richtig wütend. So, und du darfst das jetzt ausbaden. Hat deine Mama dir nicht beigebracht, dass man seine Wut nicht an anderen Leuten auslässt, Ansgar? Meine Güte, du Schweinebacke. So, ich geh rein. Kapador. Level 14. Doch, Level 14 ist gar kein Problem. Finde ich sogar absolut in Ordnung. Giftstachel zum ersten. Wir können dieses Kapador aber leider nicht vergiften. Und wisst ihr was? Ich lege eine Lage Giftspitzen raus. Da haben wir für das nächste Pokémon wenigstens schon mal vorgesorgt. Und wir haben die Giftspitzen mal in Action gesehen. Yay! Moment mal. Mir fällt jetzt gerade ein Kampf ein, in dem wir die Giftspitzen eventuell auch nochmal benutzen könnten. Ah, da müsste ich mal schauen. Aber allzu schlecht sollten in diesem einen Kampf, glaube ich, nicht sein. Nee? Ja, das klingt sogar richtig gut. Ah, ich bin... I'm a genius! Ja, yeah. Eigenlob stinkt, ja. Eigenlob stinkt. So, sorry jetzt. Das ist jetzt die bewährte... Wow, habe ich den die ganze Zeit mit Gift... was mache ich denn da? Warum greife ich direkt mit Säure an? Macht doch deutlich mehr Schaden. Und das ist ein Kapador Level 16. Und das ist jetzt ein gefährliches Kapador. Also jetzt habe ich richtig Angst, denn das Ding kann Tackle. Ja, auf Level 15 lernt es ja Tackle. Und jetzt habe ich richtig Angst und... Nein, Kapador! Und wow, das war ein 4 HP. Alter. Was ist das denn für ein Kapador? Das Ding ist doch hundertprozentig auf Protein, oder? Hundertprozentig. Jetzt outspeedet es uns sogar auch noch. Ja, gewinnt den Sweetie. Was ist das denn? Krass, und das hat insgesamt 8 HP Schaden bei uns gemacht. Ich schäme mich gerade ein bisschen. Ich habe verloren, ja. Aber mit Stil, nämlich mit Kapador. Was mit dir? Wenn du von hier aus das Meer überquerst, kannst du eine Abkürzung nach Rosalstadt nehmen. Ein echt nützlicher Tipp, was? Ja, das Problem ist jetzt gerade nur, ich habe keinen kein Pokémon, was Surfer kann. Ja, das ist natürlich ungünstig. Mein Pokémon ist einfach total niedlich, sieh nur genau hin. Ja, okay. Pokéfan Miguel, das ist natürlich sehr schön, dass dein Ineko dich so freut. Ich zu meinem Teil, also wie gesagt, ich mag Ineko überhaupt nicht. Aber wenn du Ineko magst, dann ist das doch sehr schön für dich. Und das freut mich dann wiederum auch. Du Schweinebacke. Bitte was? Ich habe nichts gesagt. Und das Ineko kann Gesang. Dieses Ineko kann Gesang. Habe ich schon erwähnt, dass ich Ineko Gesang hat und mir das absolut gar nicht schmeckt. So, ich muss jetzt nämlich raus. Auf Wolfeon. Ja, Wolfeon ist immer noch erst auf Level 17 und Cassie ist eine sehr effektive Säuselstimme. Oh mein Gott. Was ist denn da los? Also Wolfeon. Oh, jetzt ist es auch noch verliebt. Alter, nee, oder? Du hast ja jetzt nicht dein Ernst, oder? Okay, wenigstens kommst du da durch und jetzt lande doch bitte mal. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich muss raus. Ich kann mir das natürlich jetzt nicht mit der Anziehung antun. Das geht doch nicht. Ich muss raus auf Green. Oh, das sind so Situationen, in denen ich Ineko hasse. Wisst ihr das? Anziehung. Gesang. Oh, und jetzt predicted es sogar noch mein Switch. Oh, was ist das? Ah, du Scheißvieh. Ich hasse Ineko. Und dann guckt es auch noch so lieb und greift wieder mit Anziehung an. Du bist doch so ein Scheiß-Pokémon. Oh mein Gott. Leute. Und jetzt will es uns mit Duplexi finishen. Ich krieg gerade echt zu viel. Fehlt nur noch, dass es 5-mal trifft. Und es trifft 5-mal! Was ist das denn? Du Drecksding! Wir machen auf. Jetzt komm bitte einmal durch. Schaffoliebe. Und mein Gegner trifft vor allen Dingen mit Duplex Sieg. Ja, wenn ich mit Duplex Sieg mal angreife, dann treffe ich damit nie. Aber mein Gegner trifft natürlich damit immer. So, wie kannst du so ein Scheißding lieben? Mega sauber. Ah, komm ins K.O. ist bitte. Halleluja! Dankeschön, Green. Du bist unser Erlöser. Du bist unser Messias. Und du bist ein Scheiß-Pokémon. Bah! Weg mit dir. Stirb! Ich hasse ihn, Nico, wirklich. Ich weiß nicht warum, aber ich komme auf dieses Ding gar nicht klar. Viele sagen jetzt so bestimmt so, ah, bist du verrückt, Ineko ist doch voll süß und so, ich mag das voll kawaii. Nee, bitte. Also, Ineko gehört mit Schlappohr definitiv zu meinen Hass-Pokémon. Also, da könnt ihr euch sicher sein, ich mag das Ding definitiv gar nicht. Gar nicht. Da müsst ihr mir im Real Life auch gar nicht mitkommen, mit diesem scheiß Ding.
Also, wenn ihr direkt mal meinen Hass auf euch ziehen wollt, dann malt mir ein Bild von einem Schlappohr oder ein Bild von einem Eneko und schickt mir das irgendwie zu und boah. Da seid ihr auf jeden Fall in meiner Hassliste, wirklich. Also, wenn ihr das wollt, natürlich. Oh, Mann. Aber wie gesagt, ich komme auf dieses Ding gar nicht klar. Ich weiß wirklich nicht, wieso. 3 Schritte nach rechts und 2 nach oben und du erreichst das wundersame Rätsel aus dem Moment. 1, 2, 3 und hoch. Hey, stimmt sogar. Das ist ein Gefühl, beobachtet zu werden. Und es ist tatsächlich das Rätsel aus. Wie geil ist das denn? Ich mag das Rätsel aus. Rätselhaus ist echt chillig. So, ich habe keinen Aufwecker. Das heißt, wir müssen dann gleich so separat aufwachen. So, wie war das jetzt? Ich glaube, der ist hier unterm Tisch. Ah, woher wusstest du, dass ich mich unter dem Tisch versteckt hatte? Du bist echt clever. Naja, ich habe die Classics gespielt und deswegen wusste ich das. Errätst du, wer ich bin? Ich bin ein Mann vieler Geheimnisse. Manch einer nennt mich das wandelnde Mysterium der Höhenregion. Na, dämmert's so langsam? Weißt du jetzt, wer ich bin? Richtig, ich bin der Rätselmeister. Hahaha, erfreut dich kennenzulernen. Du bist hier, um mein Rätselhaus zu meistern, stimmt's? Deshalb bist du doch hier, oder? Ja, so muss das sein. Betrachte deine Herausforderung als angenommen. Tritt hinter diese Schriftrolle und die Herausforderung beginnt. Ich warte im hinteren Bereich auf dich. Eine Sache noch. Ich sollte dich besser warnen. Die Rätselanordnungen haben es ganz schön in sich. Nicht, dass du dich in meinen Labyrinthen noch verläufst. Ach, und deswegen kriegen wir Fluchtseil. Ja, vielen Dank. Das ist aber sehr lieb von dir. So, das war's jetzt aber wirklich. Ich warte also im hinteren Bereich auf dich. Alright, lieber Rätselmeister, wenn das so ist. Dann begeben wir uns jetzt natürlich direkt schnurstracks hinter diese Schriftrolle. Und da ist eine Wand. So, wo führt diese Wand hin? In einen Wald. Okay. Ein Wald mit Büschen, die wir jetzt mit Zerschneider zerhacken können. Das ist natürlich ganz cool. Ja, so sonderlich Angst habe ich jetzt davor nicht. Wir Wetterrätselmeister und ja, ich nehme die Herausforderung an. Mal gucken, wer uns hier so erwarten wird. Göre Frederike beispielsweise mit einem Schlupuck. Oh, okay, selbst gegen Schlupuck kann ich jetzt mit Jello nicht rumbleiben. Es geht nicht, nö. Ich kann aber jetzt ein paar Stüge stallen. Ich kann jetzt hoffen, dass ich aufwache, sodass ich dann für den nächsten Kampf mit Jello gewaffnet bin. Und dieses Ding da kann selber nichts gegen uns machen. Schlammbad, aber es kann uns halt nicht vergiften. Wir hingegen könnten, wenn wir jetzt aufwachen, einen Superschall durchkriegen. So, ansonsten noch Amnesie. Ja, ist in Ordnung. Ich greife die sowieso eher physisch an. Schlupuck hat sowieso eine relativ gute Spezialverteidigung. Und der Superschall kommt durch und der Superschall trifft und das Ding ist jetzt erstmal verwirrt. Bäm! So, was kann es denn noch so? Ich glaube, Fund kann es noch in Giftwolke. Ich glaube, das müssen die Moves sein, die es Vieh kann. Und ich muss jetzt auf jeden Fall raus, obwohl führen. Also, Wolfion, raus auf dich! Und du kannst dir jetzt dieses kleine Müll-Pokémon vorknüpfen. Dieses kleine Fake-Trubbish. Wobei, ja, Trubbish eher das Fake. Nein! Warum? Egal, ich bleibe drin, greife bis an, in der Hoffnung, dass ich dich flinchen lassen kann. Und Critical Hit, triffst du dich selber? Yes, wenigstens das. Einzige Problem ist, ich schlafe jetzt natürlich ein, das ist nicht so cool. Aber wir haben ja noch die Hoffnung, dass dieses Ding weiter verwirrt bleibt und sich selber trifft. So, wir schlafen tief und fest. Und es wacht auf und greift mit Amnesie an. Zum Kotzen. Bitte, wach auf. One turn sleep. Ah, schläft weiter. Wolfion, tu mir das doch jetzt nicht an der Situation. Bro, bitte. Das Ding hat jetzt plus 6 Spezialverteidigung. Hallo? Das reicht doch langsam, aber mir soll es recht sein. So. Wolfion steht weiter. Hält ein Nickerchen, tut mir das doch nicht an. Warum? Gibt ein Schlammbad und. Wofür? Bitte, warum? Bitte. Dankeschön. Danke, dass du aufwachst und die Schluppe wenigstens K.O. haust. Wenigstens das. Und er für Level Up? Nein, kein Level Up. Aber für Jello. Blutstrahl? Aquavelle! Yes! Wassermove! Ach, das gefällt mir. Fuck auf, Giftstachel. Ich brauch dich nicht. Ich habe Giftspitzen und ich habe Säure. Das reicht. Und Aquavelle. Ach, das ist super. Wenigstens mal ein Wasserwurf jetzt. Ja, der wird uns im weiteren Verlauf der Story auf jeden Fall weiterhelfen. So. Trank für Wolfion. Wolfie, ich brauch dich. Wenn wir es schaffen, dann sollst du dich auch noch in diesem Part entwickeln. Und das Rätselhaus wird uns auf jeden Fall noch gemacht. Ja, also das Rätselhaus das beenden wir in dieser Episode definitiv. Und Lava-Keks. Oh, cool. Lava-Kekse. Die haben wir doch eigentlich in Rubin und Saphir am Schlottberg bekommen und nicht hier. Warum kriegt man denn hier schon was? Was hat das zu bedeuten? Hä? Fußspuren? Nee. So, und ich sehe da oben links noch ein Item. Ich sehe da jetzt eine Kämpferin.
Und die Wege spalten sich. Ist das eventuell immer noch so, dass man die Schriftrolle braucht? Und meine Augen sehen da oben was. Das könnte eine Schriftrolle sein. Oder was ist das? Mal schauen. Mal schauen, mal schauen, mal schauen. So, Thea schickt einen Mediti in den Kampf. Okay, also Mediti. Da müssten wir teilweise aufpassen. Das Ding kann gefährlich werden. Wobei, Konfusion macht auch nicht so viel. Wir hingegen mit Aquavelle schon deutlich mehr. Bam! Tut K.O.? Bei weitem nicht. Und es ist keine Kraftwelle. Wow! Dieses Mediti ist gefährlich. This Mediti is dangerous. Wow. Krass, wir haben ja nichts an Schaden gemacht, aber Kraft... Boah, tut das weh. Eieieiei. Was ist das denn für ein Mediti? Ja gut, es hat Pure Power. Und deswegen wahrscheinlich. Krass, das Ding hat Power. Mediti hat echt Kraft. Mit Kraftwelle. Ja, cool. So, nochmal die Kraftwelle. Wie Schaden macht das denn? Alter, okay, das war ein Crit, aber trotzdem. Das war richtig krasser Schaden. So Ruckzuckhieb reicht, um dieses Mediti wenigstens zu finishen. Boah, da hatte ich jetzt gerade für einen kurzen Moment echt Angst. Eieiei, das hätte böse enden können. Aber zum Glück lief alles in Ordnung. Puh. Also ich habe diese Meditis definitiv nicht so heftig im Hinterkopf gehabt. Definitiv nicht. Und Regi hat eine Schriftrolle gefunden. Ja, es ist also tatsächlich so wie immer. Wir lernen jetzt den Spruch auf der Schriftrolle auswendig. Und mit der begeben wir uns jetzt zu der Tür dort oben, die wir jetzt für einen kurzen Moment eben gesehen hatten. Ein Trainer gibt es noch. Ich glaube, in allen Rätselhausebenen. Es gibt verschiedene. Das war es nicht mit dem Rätselhaus. Da wird doch bestimmt noch was anderes kommen. Also damit rechne ich fest. Und dann schauen wir mal weiter. Das ist die Schriftrolle. Da müssen wir gleich hin. Und ich bin nur zufällig in diesem seltsamen Haus gelandet. Ja, das sagen wir alle. Das sagen auch Prostituierte im Bordell oder so. Und, ey, cool. Er hat ein Sorbiris-T-Shirt. Wie sieht das? Wow, das sieht mal episch aus. Ein Sorbiris-T-Shirt. Geiler Shit. Und Ninka da. Ja, gut. Jello gegen Ninkada. Ninkada hat keine gute Spezialverteidigung. Das heißt, Aquavelle sollte ja auch hier wenigstens mal guten Schaden anrichten, oder? Tut mir den Gefallen, Dude. Yeah, der erste One-Hit-KO von dir, mein Freund. Das hast du super gut gemacht. Aber nur 159 Erfahrungspunkte. Das war jetzt wenig. Egal, Kleinstein. Da können wir mal Wolfion reinwechseln. Denn wie gesagt, ich möchte natürlich, dass Wolfion Level 18 erreicht. Und Level 18 ist ein besonderes Level für einen Pfiffchen, denn dort entwickelt er sich. Das heißt, wir brauchen jetzt nur noch einen KO auf diesem Kleinstein. Und dann haben wir jetzt schon gleich eine Entwicklung zu begutachten. Biss macht ganz okayen Schaden. Intensität 4. Die Schaden macht Intensität 4. Oh, okay, gut. Kannst ihn jetzt eben doch flinchen lassen. Komm, 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 komm. Flinch. Ich lege es drauf an. Steinpolitur. Oh, ist es jetzt schneller als wir? Ich meine nicht. Kleinstein ist nämlich sowieso schon sehr langsam. Und an der Steinpolitur ist es schneller als wir. Okay, Walzer. Gut, bei Walzer mache ich mir nicht so viele Sorgen. Selbst mit dem Crit hätten wir das überlebt. Und der nächste Biss reicht jetzt für ein K.O. Yes, und das muss Level 18 sein. Das muss Level 18 sein. Wenn das jetzt nicht Level 18 ist, dann kriege ich hier zu viel. Ja, da kriege ich hier mein Dilemma. Level 18, Teenager Henry besiegt. Trotz coolen Zombie-Shirt, so. Aber wir haben jetzt wieder eine Entwicklung zu begutachten. Yeah, Wolfion entwickelt sich. Ach, sieht das geil aus. Komm. Jetzt will ich mal sehen, wie die nächste Entwicklungsform aussieht. In diesem Spiel. Ich weiß natürlich, dass es Magnaien ist, aber trotzdem. So, nächste Entwicklungsstufe Magnaien. Oh, sieht das geil aus. Richtig knuffiger, böser Hadeshund. Hades wäre auch kein schlechter Name gewesen. Das will Standpauke lernen. Oh, okay. Standpauke war doch ein spezieller Move. Speziell 55 lässt den Spezialangriff des Gegners senken. Ja gut, kann glaube ich nicht schaden, ne? Wenn wir jetzt so einen Move auch noch drauf haben. Könnte uns dann vielleicht sogar gegen physisch stärkere Pokémon dann behilflicher sein. Denke ich mal. Oder? Gucken wir uns das mal eben an. Ah, mit Bedroher, das wird richtig gut. Das wird richtig gut. Wolfion, du bist ein cooles Pokémon. Ich liebe dich. Oh yeah, ich hab's gesagt. So, Regi schreibt die geheime Lösung auf die Tür. Der Rätselmeister ist einfach spitze. Das Schloss hat sich geöffnet. Ja, Rätselmeister spitze. So, was ist das? Oh, Expertengurt, geil! Der Expertengurt ist ja mal richtig episch. So, den können wir jetzt nämlich auch allen unser Pokémon geben. Und das heißt also, Jello hat jetzt auch noch ein Item zu tragen, nämlich den Expertengurt. Der Expertengurt verstärkt nämlich sehr effektive Attacken um 20%.
Ah, du hast mich gefunden. Du bist ganz schön clever. Ich habe mir die ganze Nacht um die Ohren geschlagen, um all diese Bäume einzupflanzen. Du bist meiner Größe ebenbürtig. Bis auf 1, 2, 3, 4 Punkte. Gut, das hast du dir als Belohnung verdient. TM12 Verhöhner. Strategisch sehr guter Move. Wisch dir das selbstgefällige Grinsen aus dem Gesicht. Noch hast du nicht gewonnen. Ich werde neue Tricks erfinden, an denen du dir die Zähne ausbeißen wirst. Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Komm wieder, wenn ich das nächste interessante Rätsel fertig habe. Und das war's mit dem Rätselmeister. Weg ist er. Okay, lieber Rätselmeister. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, das war immer von den Orden abhängig, die man hatte. Ob es dann weitergeht oder nicht. Und wir schauen einfach mal jetzt hier mal vorbei. Oh, es geht direkt weiter. Okay, das ist gut zu wissen. Ich glaube, es gibt einen Trainer noch, bevor ich den Part beenden möchte, den wir machen. Und dann können wir in der nächsten Episode noch weiter mit dem Rätsel ausmachen. Und dann begeben wir uns natürlich dann auch straight weiter Richtung Malvenpro. Denn ich glaube, mit Jello und Magnaien, also mit Aquavelle auf Jello und einem Magnaien im Team, sollte das jetzt in Zukunft aber deutlich schneller vorangehen. Doch, es muss deutlich schneller vorangehen. Ich meine, allein die Aquavelle auf Jello wird Jello auch schon die KOs erleichtern. Für die Zukunft. Und vielleicht sehen wir jetzt hier gleich mal ein gutes Beispiel. Ich habe hier im hohen Gras ein paar echt coole Pokémon gefunden. Ja, sag mal her, was hast du denn so coole Sachen gefunden? Ich bin mal gespannt. Fifi, naja. Fifi ist jetzt nicht der Überburner. Das sage ich jetzt aber auch wirklich nur, weil wir ja auch schon einen Magnein haben. Das Fifi ist auch noch auf Level 12. Ja. Ich hoffe mal, das setzt jetzt keinen Biss ein. Weil selbst mit einem Biss sollte es uns nicht K.O.en können, oder? Oh, wir verwirren es. Triff dich selber. Magic. Bam. Ich hab euch ja gesagt, das ist schwarze Magie. Black Magic. Die ich hier anwende. Fast wie so ein Voodoo-Zauber. So, nächstes Pokémon ist Fritzeblitz. Da wechseln wir auf Wolfion. Ach, ist das gerade toll. Ich mag meine drei Pokémon gerade. Und ich bin froh, wenn Nummer 4 und 5 und 6 dazu stoßen. Dann wird das Team noch besser. Fritzeblitz. Die Drohne wird aktiv. Und das Ding ist auf Level 14. Okay. Wie wäre es denn jetzt mit einer Standpauke? Können wir nochmal benutzen? Wie Schaden macht das denn? Oh, reicht sogar fast mit Monet Chaos. Und das Ding ist bei Fritzeblitz, das Pokémon kann jetzt nämlich als Ability Statik haben. Deswegen möchte ich es nicht berühren und greife es mit einer Attacke wie Standpauke an. Denn damit vermeiden wir Kontakt, aber besiegen das Pokémon trotzdem. Und damit umgehen wir gestickt Statik. So, was machen wir als nächstes? Stolunior, ja. Ein sehr gutes Opfer für Jello, besonders jetzt, nachdem wir Aquavelle haben, weil Aquavelle ist natürlich sehr effektiv gegen Gesteins-Pokémon. Und, ja. Wasser ist ein offensiv sehr guter Typ. Wasser trifft sehr viele Pokémon sehr effektiv und sehr viele auch wieder neutral. Und es hat, glaube ich, nicht allzu viele Resistenzen. Andere Wasser-Pokémon, andere Drachen-Pokémon und Pflanzen-Pokémon. Ich glaube, das war's. Mehr Resistenzen gibt es da nicht gegenüber Wasser. Also Wasser ist offensiv ein sehr schöner Typ. Und ich würde jetzt einfach mal ganz spontan sagen, Leute, wenn euch diese Episode gefallen hat, dann gebt dem Video doch einen Daumen hoch. Das würde mich sehr freuen und supporten. In der nächsten Episode machen wir weiter mit dem Rätselhaus. Mit Stufe 2 des Rätselhauses. Da können wir auch noch ein bisschen unsere Pokémon leveln und so. Und dann werden wir mal sehen, was das Rätselhaus noch so für uns bereithalten wird. Und wenn ihr noch irgendwelche Vorschläge habt, wenn ihr noch irgendwelche Wünsche habt, dann schreibt es immer in die Kommentare. Ich lese mir alle Kommentare durch. Wenn ihr in Anführungszeichen gute Fragen habt, dann beantworte ich die jetzt natürlich auch gerne. Und ja, ansonsten würde ich sagen, Leute, haut rein, macht's gut, bleibt schon fruchtig, bis bald und ciao, euer Regi.